Herzlich willkommen bei Glaubenskompass. Maria von Nazareth nimmt in den Konfessionen des Christentums eine höchst unterschiedliche Stellung ein. Für viele Christen kann ihre Bedeutung im Heilsplan Gottes nicht hoch genug veranschlagt werden. Für andere, vor allem protestantische Christen, spielt sie eine eher untergeordnete Rolle und wird oft nur als historische Mutter Jesu gesehen. Die Bedeutung Marias aus katholischer Sicht und die Entwicklung der Marienverehrung durch die Jahrhunderte erläutert uns heute Prälat Dr. Wilhelm Imkamp. Er ist Direktor des Marienwallfahrtsorts Maria Vesperbild in Bayerisch-Schwaben. Herzlich willkommen, Herr Prälat. Herr Prälat, Marienfrömmigkeit, Marienverehrung, ist das eigentlich etwas spezifisch Katholisches? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass also alle Christen Maria verehren, den Weg zu Maria finden und vor allen Dingen noch besser den Weg durch Maria finden. Maria führt uns zum Herrn, zu ihrem Sohn, und eine bessere Wegführung als durch sie gibt es nicht. Was ist denn eigentlich aus biblischer Sicht? Die Bibel ist ja die Grundlage, das, was uns alle Christen vereint, aus biblischer Sicht. Die biblische Sicht ist eindeutig in der Interpretation des Lehramtes der katholischen Kirche. Der Katholik nimmt die Bibel nicht nur als historisches Dokument, das isoliert für sich steht, denn die Kirche gab es ja vor der Heiligen Schrift. Der gleiche Geist, der die Kirchengründung und die Kirche beseelt, beseelt auch die Heilige Schrift. Deswegen kann Kirche erkennen, was Heilige Schrift ist und wie sie interpretiert wird. So ist die Figur der Gottesmutter schon deshalb von allergrößter, auch theologischer Bedeutung, weil sie uns zeigt, wie Schrift, Lehramt und Tradition eine Einheit bilden. Mhm. Und wir haben in der Heiligen Schrift natürlich die Grundlage für die gesamte spätere Dogmenentwicklung, auch der marianischen Dogmen. Wobei es allerdings einen Tipp gibt, von mir einen Tipp. Sich nicht zu sehr am Buchstaben der Heiligen Schrift aufhängen, an dem auch, aber vor allen Dingen auch am Vollsinn, am Sensus Plenum, am vollen Sinn der Heiligen Schrift. Der leuchtet nur auf in der gesamten katholischen Tradition. So Sie, kommen wir zu Maria. Sie deuten damit an, was Sie gesagt haben, das gab es eigentlich schon vor der Bibel, diese Grundlegung. Was würden Sie denn sagen, in aller Kürze, was ist die Rolle Marias im Heilsplan Gottes, der ja sicherlich von Urzeiten an her angelegt ist? Marias Rolle lässt sich am besten durch die Figur der zweiten Eva bezeichnen. Die erste Eva ist gescheitert. Die erste Eva wurde zur Mutter der Sünde. Nun kam die Erlösung durch Jesus Christus nicht von oben herab, wurde dem Menschen nicht übergestülpt, sondern in Maria wurde der Menschheit eine zweite Chance geschenkt. Und das ist das ganz Entscheidende. Deswegen ist Maria ja so toll. Weil sie Unterpfand dessen ist, dass Gott jedem eine zweite Chance gibt. Und mit Maria haben wir nicht nur die zweite Chance, sondern jede Menge Chancen. Wir können praktisch aus der Gnade Gottes gar nicht mehr herausfallen. Das zeigt uns Maria. Nun sagen aber viele Christen, besonders auch aus dem protestantischen Spektrum, Maria würde eigentlich immer so ein wenig in Konkurrenz zu Jesus stehen, sie würde von ihm ablenken, denn er sei ja schließlich der Heilsbringer. Haben diese Stimmen nicht recht? Nee, das sind häufig Leute, die nie erfahren haben, die nie die Nähe der Gottesmutter erfahren haben. Ich bin gar kein Freund davon, wenn man immer wieder so, ist das noch richtig, wird da Christus nicht was abgenommen? Wir können Christus gar nichts wegnehmen. Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und Mensch ist er durch die Gottesmutter, durch Maria. Und die Angst, dass Maria etwas zu viel haben könnte, meine Güte, die ist schon ein bisschen kleinkariert. Aber dieses Ja war unbedingt nötig. Das menschliche Ja Marias war nötig, ja. In Maria hatte die Menschheit die zweite Chance zum Ja.
Bleiben wir mal in der Historie. Wo liegen eigentlich aus historischer Sicht betrachtet die Ursprünge der Marienverehrung? Die Ursprünge der Marienverehrung liegen in der Wertschätzung der christologischen Dogmen. Je mehr man gerade in den ersten Jahrhunderten auch auf den Konzilien darüber reflektierte, wie ist das mit wahrer Gott und wahrer Mensch, umso mehr trat die Gottesmutter in den Vordergrund. Ist ja ganz interessant, die theologische Vertiefung des Christusgeheimnisses führte zur theologischen Betonung der Gottesmutter, Maria als Gottesmutter. So wurde dann ja auch Santa Maria Maggiore, haben wir ja zur Erinnerung, diesen herrlichen Triumphbogen in der Kirche. Es kam als zweites hinzu das anthropologische Datum. Die Mutterschaft ist ein anthropologisches Urdatum. Jeder weiß, was eine Mutter ist. Wer keine Mutter hat, wer ein Waisenkind ist, empfindet eben das Nichtvorhandensein der Mutter durchaus. Das Verhältnis zur Mutter, das Verhältnis mit der Mutter entscheidet auch häufig genug über die psychische Gesundheit eines Menschen. Also, wir haben jede Menge anthropologischer Voraussetzungen. Und wir können uns vorstellen, wenn Jesus